Wir wollten heute meinen 6. Geburtstag feiern. Deswegen sind wir ja in einem Restaurant. Hi. Willkommen im Dalai Lama Restaurant. Ich habe einen Tisch reserviert für zwei, für mich und meinen Sohn. Er hat heute Geburtstag. Großer Fehler. Oh. Wir haben auch ein Angebot. Alle Kinder unter 6 dürfen umsonst essen. Moment mal, ich bin aber heute... 5! Mein Sohn ist... Sagen, Lukas? Was? Popo! Na, sag ruhig, was du gerade sagen wolltest. Popo, das ist ein neues Kinderspiel. Popo! Stimmt das, Kevin? Nein, das heißt eigentlich Pussy. Siehst du? Also was? Getting ripped tonight, I repeat it for Kevin! Eine Woche Spielverbot, kein Minecraft, Fortnite oder Roblox, Moblox. Kevin, Gott, ich glaube, jetzt haben wir den Salat. Einen ziemlich saftigen Salat. Ja, mein Sohn. Wenn ich groß bin, will ich ein Arzt werden. Ich bin so stolz auf dich. Mhm. 10 Jahre später. Essen ist fertig. Wo bleibt er denn? Luca. Oh mein Gott, Mutter, was? Ich bin am Arbeiten. Ich bin TikToker. Entschuldigung. Und das weißt du. Ja. So, noch ein Kind, da bin ich fertig. Jetzt ganz vorsichtig. Hab ich dich. What the fuck? Ich will alle Geschenke, die du hast. Was ist denn mit dir schiefgelaufen? Jedes Kind kriegt nur ein Geschenk. Ich will alle. Dreckskind? Rudolf? Rudolf! Er wird dich nicht hören. Du bist böse. Danke. Lukas! Mutter! Mach den Weihnachtsmann wieder frei. Mann! Entschuldigen Sie. Habe ich noch nie erlebt, aber kein Ding. Hier das Geschenk von Lukas. Was hat er sich nochmal gewünscht? Eine Säge... Schwefelsäure und Gummihandschuhe? Damit kann man doch Leichen verschwinden lassen. Tut mir leid. Was tut Ihnen leid? Sie wissen leider zu viel. Lukas? Schnapp dir den Sack. Hab ihn. Sehr gut. Stell die Sachen auf eBay. Ich hasse diesen Job. Sie können zum Essen bleiben. Ich hol Rudolf aus dem Ofen. Hi, 2 Kinotickets bitte. Klar, also ein Erwachsener und ein Kind. Nee, der ist hier unter 5. Der kommt ja umsonst rein. Ich bin 6. Immer noch. Was? Haben wir gerade abgesprochen? Sorry, ich bin 4. Wuhu, Gaga. Hab ich doch gesagt, er ist 4. Der sieht ein bisschen älter aus als 4. Oh, er leidet nur an einer Krankheit. Na? Du bist ja die Krankheit. Hat ihr Kind Snacks hinter dem Hemd versteckt? Entschuldigung, auf keinen Fall. Versteck die Chips. Ich hasse dich, Mutter. Mein Kind hat einfach nur ein bisschen zugenommen. Ja. Genau, ich bin krank und fett. Na gut, das macht dann 10 Euro. Na endlich. Käsebällchen? Mein Kind ist einfach auch noch kriminell. Du bist nicht mehr mein Sohn. Erklärung? Okay, wir wollten Snacks schmuggeln. Was soll's? Und eigentlich will ich wirklich 6. Sicherheitsdienst? Ich gehe nochmal auf den Spielplatz. Mutter, der Mann im Zimmer hat gesagt, ich soll mich ausziehen. Ich hab Angst. Lukas, er ist ein Kinderarzt. Das ist ganz normal. Na gut. Oh mein Gott, er will mich jetzt überall anfassen, aber ich habe ihm gesagt, ich bin der 6. Lukas, das ist auch normal. Er untersucht dich gerade. Wenn du sagst. Mein Gott. Mutter, jetzt hat er mein Popo angefasst. Das gehört dazu. Vertrau ihm einfach. Okay. Diese Generation ist so sensibel. Mutter? Was? Er zieht sich jetzt auch aus. Das ist auch ganz normal. Warte mal, wie bitte? Entschuldigt die Verspätung, ich bin jetzt da. Der nächste ist Lukas. Du kannst ja zum Doktor. Wenn Sie der Doktor sind, wer ist dann bitte mit Lukas in dem Zimmer? Das letzte Mal bei Lukas beim Kinderarzt. Wenn Sie der Doktor sind, wer ist dann bitte mit Lukas in dem Zimmer? Oh, Lukas, wo warst du denn so lange? Ich war nur kurz auf Toilette und ich habe Ihnen noch ein Geschenk mitgebracht. Ein Geschenk für mich? Ja, machen Sie es ruhig auf. Das sind ja Po-Bilder. Perfekt für meine Sammlung. Was war das? Ach, gar nichts. Außer, dass ich ein Bild gemacht habe, wie Sie meine Nacktbilder in den Händen halten. Sie sind gar kein Arzt, die Kinderschänder. Wir können das alles klären, okay? Ich gebe den Lolli und alles zu vergessen. Oder Sie überweisen mir 1 Million Euro oder das Bild geht an die Presse. Was? Ich habe nicht mal so viel Geld. Sehr gut. Ist überwiesen. Jetzt lass mich wie versprochen gehen. Danke, aber
welches Versprechen meinst du? Polizei Jacqueline, wie kann ich helfen? Er hat Nacktfotos von mir gemacht. Aber was? Ich wollte ihn nie haben. Das sind hier Pro-Bilder. Perfekt für meine Sammlung. Sie kommen mit ins Revier. Lassen Sie mich los. Wo denn? Ich war im Gefängnis. Heute gibt's ein Lukas-Vlog. Ich bin im Zug und hab Hunger, deswegen gibt's Kinder-Pinguin. Ich hasse mein Leben. Naja, Hauptsache es schmeckt. Scheiße, ich muss auf Toilette. Und ich will hier nicht Kacka machen. Egal, ich muss da jetzt irgendwie durch. Ich hab so Angst vor dieser Toilettenschüssel. Oh mein Gott, warum wackelt das so? Ich glaube, ich kriege einen Mental Breakdown. Okay, Lukas, du reißt dich jetzt zusammen. Ganz vorsichtig. Oh mein Gott, ist das kalt. Aber es tut so gut. Und jetzt nur noch abspülen. Oh mein Gott, dieses Geräusch. Hände waschen und jetzt bin ich auch fertig. Und jetzt folgt mir auf Insta. Lukas, wir müssen jetzt zum Kinderarzt. Ich will aber nicht. Du kommst jetzt mit. Willkommen beim Kinderarzt. Wo tut's weh, hm? Hi, mein Sohn hat leider seit Tagen Schmerzen und wir wissen einfach nicht, woran das liegt. Ich werde geschlagen. Wie bitte? Was? Ja, ich werde heute geschlagen. Seit Tagen. Brutal. Lukas, what the fuck? Oh mein Gott, das ist ein Fall für das Jugendamt. Moment mal, Lukas. Ich hab dir gesagt, ich bin nicht zum Kinderarzt. So, was willst du dann? Schenk mir ein iPhone 12 und vielleicht ändere ich die Story. Du kleiner Psycho. Ich werde geschlagen. Ist ja gut, hier. Geht doch. Herr Doktor, warten Sie. Hallo, hier ist Doktor. Ja? Ich war nur verwirrt. Ich bin nur hingefallen auf mein Popo. Du wurdest nicht geschlagen? Nein. Sicher? Ja! Ein Glück, dann mach jetzt dein Popo frei, dann schmier jetzt mit Salbe ein. Na gut, was? Jetzt wird eingecremt, Lukas. Karma is a bitch. Ja, Lukas? Warum dürfen wir Schüler nicht ins Lehrerzimmer? Weil wir da ganz wichtige Lehrersachen machen und so. Ich will einen Blick rein dürfen. Das geht nicht. Das kann ich nicht erlauben. Nur ein Blick? Nein. Ganz kurz. Nein. Ist ja gut. Dann gehe ich wieder in die Klasse. Viel Spaß. Na, endlich. Oh, sorry, Leute. Die Schüler sind wieder viel zu neugierig. Wenn die Schüler nur wüssten. Anyways, wer zuletzt im Pool ist, verliert. Du, ich muss langsam zum Unterricht. Ja, das meinte ich. Und dann habe ich gesagt... Oh mein Gott. Was? Meine Zuschauer folgen mir nicht auf Insta. Habt ihr Kinder keine anderen Probleme? Nein, ich bin 6. Das juckt mich so gar nicht. Ich spiele weiter Fortnite. Geh wieder da. Aber... Wie können wir dir helfen, hä? Ihr sollt mir alle folgen. Ich habe fast 50.000. Könnt ihr ihm bitte folgen, damit seine 50.000 voll werden? Und die sollen mein Nacktbild sehen. Ist immer eine Story. Was? Was denn? Das machen alle TikToker. Oh mein Gott! Ich sehe da echt gut aus. Das nimmst du sofort raus und ihr geht nicht auf seine Story. Lukas! Hey Leute, hier ist Lukas und heute gehen wir ins Aquarium. Chiri und Chana sind heute meine Diener. Wir haben so viele Fische und komische Wesen gesehen. Wusstet ihr, dass Fische unter Wasser atmen können? Ja. Scheiß Klugscheißer. Und dann habe ich die Entdeckung gemacht. Sie haben einfach Nemo getroffen. Die waren so süß. Oh mein Gott. Streitende Flamingos. Oh mein Gott, die streiten sich wie Chana und Chili. Ja. Oh mein Gott, das kommt mir so bekannt vor. Oh, ich hab's. Leute, meine Mama hat die gleiche Tasche. Deine Mama ist eine Hunde. Und dann haben wir küssende Seehunde gesehen. Oh, die küssen sich. Küssen wir uns auch? Nein. Dann nicht. Ciao, Leute. Schicke Audios auf Insta. Lalalala. Psst, hey, Kleiner. Hm? Siehst du Lollis? Lollis? Ja. Vielleicht. Dann komm mit mir in den schwarzen Van da rein. Hm. Meine Mama hat aber gesagt, ich soll nicht mit fremden Männern mitgehen. Ich bin nicht fremd. Ich bin ein Freund von deiner Mutter. Na gut, dann komm ich mit. So, hast du dich auch schön angeschnallt? Nein. Wo sind jetzt die Lollis? Nur Geduld, kleiner Junge. Du hast aber gesagt, ich krieg die Lollis jetzt. Die kriegst du ja schon. Früher oder später. Du gehst mir sofort die Tätigkeiten oder stechst dich auf der Stelle. Mein Gott, ist ja gut, ist ja gut. Mach an! Ich hab die gerade nicht bei mir. Oh, dann überweis mir 10.000 Euro. 10.000? Ich hab nicht mehr so viel. Das ist nicht mein Problem. Ist ja gut. Ich hab gerade meine Wohnung verkauft. Hier hast du die 10.000 Euro. Ist angekommen. Aber wenn du es jemals versuchen solltest, auch ein Kind in ein hässliches schwarzes Auto zu lassen, bring ich dich persönlich an. Tut mir leid. Mama. Ein schönes Leben noch. Lukas? Hm? Dein großer Bruder geht jetzt arbeiten. Schaffst du es alleine zur Schule? Ja, ich bin jetzt auch weg. Bis später, großer Bruder. Okay, viel Spaß. Gott, na endlich kann ich arbeiten. Schnell. Oh Mist, ich habe meinen Turnbeutel vergessen. Miau. Lukas, ich kann alles erklären, aber erzähl nichts Mama davon. Okay? Werd schnell wieder gesund. Ich bin Student und brauch das Geld. Gute Besserung. Miau? Guten Tag, willkommen bei Rewe. Hi.
ziemlich viel eingekauft. Oh Scheiße, ich habe die Milch vergessen. Lukas, warte hier. Beeil dich. So, das macht dann 69 Euro. Meine Mutter kommt gleich. Die holt den Milch. Beeil dich. Also, das muss ja noch bezahlt werden, ne? Ich hab kein Geld. Das ist mir egal. Hab sie gefunden. Entschuldigung, die auch noch bitte. Wo warst du so lange? Mutter? Was? Ich hab dich und Papa gestern im Schlafzimmer gehört und du hast ihn die ganze Zeit angeschrien. Oh, das sind nur Freudenschreie gewesen. Und danach hast du gegen die Wand geschlagen und irgendein Wort mit F gerufen. Ja, ich kann mich nicht dran erinnern und ich werde jetzt auch nicht drüber reden. So war's aber. Du hast die ganze Zeit geschrien, oh fuck, oh mein Gott. Oder manchmal so, ist ja gut, die Nachbarn. Psst. Dein Papa und ich haben nur ein lustiges Erwachsenenspiel gespielt. Mhm, ihr habt sogar ganze 7 Mal gespielt. Du hast die ganze Nacht mitgezählt? Weißt du was, wir reden nie wieder über dieses Spiel, okay? Ich glaub's nicht. Hier, nimm! Geht doch, ich schweige wie ein Grab.